Filme und Gottesdienst, wie passt das zusammen? Darf man in oder mit der Liturgie spielen und welche Regeln gibt es? Diese und andere Fragen stellen sich die rund 70 Teilnehmer beim Liturgietag für Jugendarbeit auf Schloss Hirschberg. Der Studientag, den das Bischöfliche Jugendamt und der Bund Deutscher Katholischer Jugend gemeinsam veranstalten, steht unter dem Motto Gottesdienst und Gänsehaut. Liturgie mit Jugendlichen als heiliges Spiel. Schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat Romano Guardini die Liturgie als heiliges Spiel beschrieben. Und damit meint er, dass in der Liturgie diese Begegnung mit Gott stattfindet in einem spielerischen Raum, wo die Teilnehmenden in diese Beziehung mit Gott einwachsen können. Pfarrer Christian Olding nutzt diesen spielerischen Rahmen. Er hat gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Medien in der Kirche gemacht. Im Workshop zeigt er, wie bewegte Bilder, Licht und Musik in den Gottesdienst integriert werden können. Ich bin natürlich ein Fan, Filmausschnitte zu nutzen, eben weil Filmausschnitte den Menschen noch mal viel umfänglicher packen, als ich es mit Worten hinbekomme. Filme schaffen Emotionen, schaffen auch noch mal neue innere Bilder, rufen meine Geschichten wieder wach. Und das ist natürlich ein ideales Sprungbrett, dahinein die Botschaft Jesu zu vermitteln. Wie das gelingen kann und wie man den liturgischen Spielraum bestmöglich nutzt, erfahren die Teilnehmer in 3 Workshops. Holger Dörnemann bringt ihnen bei, den Kirchenraum bewusst wahrzunehmen. Kirchen haben so viel Potenzial als Kulturort, aber auch als religiöser Ort. Da kann man mehr machen, als man zunächst denkt. Damit zu arbeiten im guten Sinne, das entdecken zu lassen, das ist so wichtig, auch Erfahrungen im Christsein machen zu können. Voller Körpereinsatz ist bei der Gottesdienstwerkstatt von Regisseur Bernward Konermann gefragt. Hier lernen die Teilnehmer die Dramaturgie der Liturgie kennen und sich bewusst darauf einzulassen. Der Körper ist ein Geschenk, ne? Das ist Geschenk Gottes für uns, das ist die Basis von allem. In dem Körper lebt die Emotion und im Körper und Emotion lebt dann der Geist, das baut aufeinander auf. Der Körper ist die Basis, fange ich doch erstmal bei der Basis an. Die Beteiligten haben sichtlich Spaß und nehmen viele Anregungen mit nach Hause. Mit Filmelementen und dann aber auch mehr mit dem Raum und aber auch mit dem Körper, das fand ich eben ganz spannend, einfach verschiedene Elemente auch mischen zu können. Die Vorträge fand ich informativ und hat mich bereichert, dass ich gesehen habe, was noch alles möglich ist. Dass wir alle Sinne ansprechen, also sowohl sehen, hören, die Emotionen. Vielleicht Jugendliche mehr begeistern und auch wieder zurück in die Kirche bringen. Zum Abschluss geht es zur Feier einer Andacht in die Marienkapelle. Natürlich mit modernen Mitteln gestaltet. Der Liturgietag in Hirschberg. Er hat tatsächlich für Gänsehaut gesorgt und zeigt, wie Liturgie mit oft einfachen Mitteln gestaltet werden kann.